Vielleicht sollte ich doch beim Minigolf bleiben, ha? Huh? Okay. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Sports Edition. Wir spielen Golf und befinden uns gerade am Golfplatz in Poyersdorf. Es ist die zweitschwierigste Sportart, die es gibt. Man sollte hinkommen und einfach probieren zuerst. Es ist nicht einfach. Stereotypische Golfspieler nach meiner Vorstellung. Eher zum Beispiel kein Hip-Hopper, kein Street-Basketball-Spieler, nicht unbedingt der Snowboarder. Ja, vielleicht einfach mehr Klasse, als ich jetzt zum Beispiel habe. Ich glaube, ich bin nicht der typische Golfspieler selber. Griff ganz wichtig, linke Hand zuerst. Kleine Finger, Zeigefinger, interlocked. Füße schulterbreit, nicht breiter, ja? Okay? Ein typischer Anfängerfehler, der immer wieder gemacht wird. Alles mit Gewalt. Es ist ein Schwung, es ist kein Schlag. In der Ruhe liegt die Kraft. Du willst sagen, meine Kraft bringt mir hier gar nichts? Oh doch, doch. Aber das muss ich richtig verwendet. Die meisten Anfänger möchten den Ball in der Höhe heben. Mit dem Gewicht am falschen Fuß. Das muss man vermeiden. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie ich mir denke, aber man darf ein bisschen optimistisch sein. Ich glaube, ich komme aber trotzdem, ja, schaffe ich es dann in ein paar Schlägen, den Ball auch wirklich versenken. Das traue ich mir zu. Das ist ein Schwung, ja? Für einen Mensch, der eine Stunde gehabt hat, ist das echt gut. Gut gemacht. Danke. Erste Stunde vorbei. Ob ich mich auf etwas Bestimmtes freue? Natürlich. Dieses Buggy, wie heißt denn das? Golf Buggy? Golfcart, genau. Ich freue mich aufs Golfcart. Gut, ich habe den Abschlag jetzt schon geübt. Ja, mehr oder minder kann nichts. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall aufs Feld gewagt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auf den Platz gewagt. Wir sind jetzt beim Viererloch. Und ich lese schon mal, das haben wir vorher gelernt, Handicap 17. Das heißt, das ist das zweitleichteste Loch hier. Also am 18. Löcher gibt es hier. Paar 3. Schauen wir mal, wie ich mich anstelle. Okay. Wie viele Bälle haben wir dabei? Einen. Okay, also es sind mehr da. Golf ist mittlerweile ein Sport für jedermann geworden. Wir haben Kinder, die mit 6 Jahren zu golfen beginnen und wir haben Herrschaften, die schon jenseits der 80 sind. Also Golf ist wirklich ein Sport für jedermann und kann auch bis ins hohe Alter ausgeübt werden. Gerade runter. Hey! Ja, ich bin zufrieden. Dadurch, dass es abwärts geht, habe ich natürlich einen Vorteil. Man ist in der Natur unterwegs, man geht bei einer Golfrunde doch 4 Stunden spazieren, macht dabei Golfschläge, es ist eine sehr gesunde Sportart. Es ist auch von den Kosten mittlerweile so, dass es sich jeder eigentlich leisten kann. Golf ist, um das an Vergleich aufzustellen, günstiger als Skifahren geworden. Und somit lade ich jeden recht herzlich ein, einmal vorbeizukommen, das einmal auszuprobieren und vielleicht dann selbst mit dem Golf anzufangen. Also einfach, na einfach ist da nichts. Ausholen, zu viel. Festhalten, einfach die Arme schwingen. Das kriegen wir hin. Auweia. Man braucht ca. 1,5 bis 2 Jahre, bis man halbwegs gut spielen kann und ja, es braucht natürlich viel Übung. Warst du nie frustriert, wolltest du den Schläger weghauen oder so, weil 1,5 Jahre klingt ziemlich lang. Ja, es klingt ziemlich lang, es ist sehr mühsam oft, aber hartes Training zahlt sich dann aus. Ja. Stay focused, get ready now. For real, get ready now. Nitro with the nice flow. Stay focused, get ready now. For real, get ready now. Let's go. Stay focused, hit the heat, come. Concentrate to the sound of the beat drum. Golf hat irrsinnig viel Spaß gemacht, vor allem dadurch, dass Lukas mit dabei war und auch der Michael, dass die sich so darum gekümmert haben, dass ich den Reiz entdecke und auch einfach ein paar Abschläge schaffe. Es ist definitiv etwas, was man länger machen muss, was man üben muss. Ist eigentlich ohne Trainer sehr schwer machbar. Kurz habe ich mal Frustrationsgrenzen gehabt, wo ich mir gedacht habe, so okay, irgendwann muss es doch klappen.
Hat dann schlussendlich geklappt. Eine super spannende Geschichte und macht auch Spaß. Seid bei der nächsten Folge Sports Edition wieder dabei. Schickt uns Vorschläge, was wir als nächstes ausprobieren sollen. Liked das Video, teilt es gerne. Seid wieder mit dabei. Excuse me, I don't mean to sound violent, but cats get walked on when they act too silent. Speak softly, but carry a big stick and swing for the fence, homeboy, don't miss. Yeah, stay focused, hit the heat, come concentrate to the sound of the beat drum.